Nun aber möchte ich Ihnen einen Newcomer präsentieren, der eigentlich dieses Jahr den Start gewagt hat, auch alleine aufzutreten. Und zwar ist es ein äußerst charmanter Tiroler, der eigene Texte schreibt, aber dazu nachher noch mehr. Diesen Text hat er nicht selbst geschrieben, aber der passt so ganz gut zu dieser Sendung und zur heutigen Zeit. Und zwar heißt es Schneeballschlacht und Schlittenfahrt. Viel Spaß! Ja, mein lieber Manuele, hallo, es freut mich, dass du heute zu uns gekommen bist. Hallo Corinne, mich freut es auch total. Danke für die Einladung. Ja, schön, es freut uns immer wieder, ganz, ganz tolle Leute hier bei uns im Musikkarussell mit dabei haben zu dürfen, die auch durchaus die erste Zeit mit auf der Bühne draufstehen. Und ich finde das ganz, ganz toll, du hast die dieses Jahr eigentlich so richtig selbstständig gemacht in puncto Musik. Also etwas, das bestimmt noch nicht bei vielen unter dem Christbaum liegt, aber liegen könnte, ist deine CD, oder? Also ich habe im Jänner damit angefangen, alleine auf Tour zu gehen, sage ich mal, und eben unter anderem auch ein Album zu produzieren. Das ist am 4. September diesen Jahres veröffentlicht worden. Ja, und wer im Handel erhältlich? Genau so ist es. Dieser Titel jetzt ist auch einer unserer ganz lieben Kollegen, ein Komponist und Texter, na eigentlich eher ein Texter, der, den wir ganz gut kennen, und zwar ist das? Der Guido Mosblech aus Deutschland.
Ja, freut uns. Der ist natürlich heute auch wieder hier bei uns im Publikum. Grüß dich mit seiner lieben Gattin, gell? Samt Tochter angereist, mit Mama, halt die ganze Familie. Super. Also freut uns riesig. Also die unterstützen auch wirklich, auch in der Newcomer-Szene und auch sonst schon ganz, ganz viele tolle Titel für große Künstler geschrieben. Jetzt dieser Titel für dich. Aber du hast gesagt, du hast eine neue CD, die du eigentlich nächstes Jahr dann auch auf den Markt bringen willst. Und da hast du eigentlich ganz viele Lieder selbst komponiert und getextet? Ja, genau. Also ich tue ja selber texten und komponieren, wie du gesagt hast. Und ich möchte es immer mischen. Ich möchte gerne gute Texte haben, sage ich allem, und meine Texte. Das ist ja auch durchaus legitim, würde ich jetzt da sagen. Also die eigenen Ideen und zum Teil auch von fremden Leuten, die einem vielleicht auch ein bisschen kennen und wissen, was man will als Außenstehendes, ist super. Ich denke, eine gute Kombination. Du bist eigentlich jetzt auch zu buchen oder dich kann man engagieren so für 45-minütiges Programm im Moment oder wie ist das? Ja, also minimal, sage ich mal, 45 Minuten, aber es ist keine Grenze gesetzt, sage ich mal. Oh, sag das nicht zu laut. Also musikalisch sind keine Grenzen gesetzt. Ja, und, du bist auch mit einer Gruppe unterwegs gewesen, also du bist auch, Instrumente spielst du auch? Ich spiele Schlagzeug, Trompete, Klavier und Bassgitarre. Und gesungen hast du schon seit klein auf, oder wie ist das? Weil du hast nämlich auch eine ganz lässige Stimme und die ist nicht erst seit heute, dass sie singt? Angefangen zum Singen habe ich mit 17 Jahren. Also da bin ich erst draufgekommen, dass mein Singen eigentlich nicht so schlecht liegt. Jetzt ist es schwierig. Ja. Jetzt ich weiß ja nicht, wie alt du bist. Aber das sagen wir jetzt auch nicht. Das lassen wir unter dem Christbaum liegen und holen jetzt die restlichen unseren Gäste dazu. Als erstes meinen Mann, der ist zwar kein Gast, aber der hilft mir, euch alle in diesem Jahr zu verabschieden. Ein Gastgeber sozusagen. Und ja, wir sagen natürlich Dankeschön mal in erster Linie unserem ganzen Team an den Kameras. Hinten am Ton, an der Regie. Und natürlich überhaupt dem ganzen Sender KTV für die tolle Unterstützung. Ohne die wären wir zwei gar nichts. Wir möchten uns auch bedanken bei allen Zusehern vom KTV, also die uns das ganze Jahr immer wieder eingeschaltet haben. Ohne euch wären wir auch nichts. Dann natürlich an den Dorfpark hier in Götzis. Vielen Dank für das wunderschöne Jahr, das wir erleben durften hier im Dorfpark. 6 wunderschöne Folgen. Ein herzlichen Dank auch in diesem Jahr. Neu dazugekommen ist der Andi Dannemann mit seinen Lichteffekten. Genau, an unserem Lichtpult. Und nicht zuletzt an die ganzen, ganzen treuen Fans, die uns die letzten Jahre schon immer eingeschaltet haben. Natürlich die Live-Gäste wieder hier vor Ort. Dankeschön. Ein herzliches Dankeschön euch allen. Und jetzt möchten wir wirklich auch noch die restlichen unserer tollen Künstler, die wir heute wieder mit dabei haben durften, auf die Bühne beten. Als erstes haben wir natürlich den Manuele, der ist gleich schon hier bei uns. Jawohl, danke. Ein Riesenapplaus für ihn. Dann haben wir aus Vorarlberg die Iris. Unsere Lokalmatadorin. Aus Deutschland, wie soll ich sagen, fast aus Russland. Zumindest mal die Stimmen klingen einzigartig. Das Duo Zarewitsch. Zarewitsch. Richtig. Damit wir richtig sind. Jetzt habe ich auch einmal etwas richtig gesagt. Dann unsere ganz lieben Gäste aus dem Vogtland. Und zwar ist das, die Drachenburg-Musikanten. Und unser junger Mann aus dem Wallis. Meinen Schweizer Schamknödel. Ja. Und zwar ist das der Manuel Martig. Und natürlich für alle, die uns wieder besuchen möchten im neuen Jahr, habt ihr natürlich wieder die Möglichkeit, 6-mal sind wir wieder live zu Gast. Und der neue Drehort, der ist in Tonis Kuhstall in Langen bei Bregenz. Und unser nächster Aufnahmetermin, der ist der 14. Januar. Die Zeiten, wie gehabt immer, 19 Uhr ist Einlass für unsere Gäste. Ja, wir möchten uns in dem Sinn jetzt musikalisch noch von Ihnen verabschieden. Wir wünschen Ihnen allen eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen schönen Jahreswechsel. Bleiben Sie gesund und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Musikkarussell, die Show der Stars und Sternchen mit Corinne und Benno Bogner. Ciao miteinander, danke.